Macht es Spaß hier? Alle fragen mich immer dasselbe. Ah, wir können übrigens auch schnell rennen. Huch. Achtung, Achtung! Zeit, den Kuchen anzuschneiden. Oh ja. Andy, Kuchen. Warte. Ach nö. Bestürzt. Ja, Andy heißt der Roboter. Die Leute mögen meine kleinen Ansprachen. Außerdem braucht dein Freund eine Erinnerung. Okay, das sind einfach irgendwelche Gesprächsfetzen hier. Ein Kinderpartyhut. Sollen wir den mal aufsetzen? Den setzen wir jetzt mal auf. Kleidung. Soll eine Party sein. Yay. Ja, Spaß, jetzt, Party. Solltest du auch mal versuchen, super Papa. Cool, vielleicht gefällt's dir ja. Mein Gott, Rolly. Wer ist der Boss der Gang? Du oder ich? Auf keinen Fall. Langweilige Uniform irgendwie. Kann man denn von dem Kuchen noch irgendwas nehmen? Nee. Hätte ich auch nie gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wie läuft's, Liebling? Danke, dass Sie gekommen sind, Stanley. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Ach klar, keine Sorge. Ich und Andy haben letzte Nacht alles. Einer von euch muss alles Gute zum Geburtstag. Hör mal. Ja, das ist ja unser Vater hier und das ist. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Fräulein? Passt er und alles? Okay, jetzt sprechen wir ein bisschen. Jetzt sprechen wir mit seinem Rücken. Ja, wie cool. Haben Sie das für mich repariert? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Die A-Serie. Also gibt es da verschiedene Ausführungen von anscheinend. Hier gibt es ja sehr unfreundliche Antworten. Ich weiß übrigens nicht, ob ich die alle vorlesen soll, die Antworten, oder ob ich einfach nur immer die vorlesen soll, die ich halt dann auch gebe, die Antwort. Ich glaube, so vom Spielfluss her ist es, glaube ich, besser, wenn ich nur die vorlese, die ich auch wirklich dann auswähle. Deswegen mache ich das mal. Danke, Stanley. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Uiuiui, ein Geschenk. Kinder-Baseball-Mütze. Na, gucken wir doch mal. Aber wirklich viel schöner als der Partyhut ist die jetzt auch nicht. Naja. Hier sind anscheinend gleichaltrige Eingeladene. Hey. Das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Oh, ich wollte mich aber noch ein bisschen umgucken. Hallo, Butch. Jetzt hau ab, bevor ich dir auf die Tränendrüse drücke. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Hm. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Was ein Arsch. Und als ob Zaubertricks weniger kindisch wären als Ballons und Partyhüte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Nee, die ist noch im vollen Gange. Ja, ich nehme mal das Oberste. Ja, mein Papa und Amata haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ein Gedicht? Ja, danke dann. Haben Sie sonst noch was für mich? Sei vernünftig. Ein Gedicht pro Geburtstag, das ist meine Regel. Wenn ich dir 2 geben würde, wäre Butch tierisch eifersüchtig. Ja, toll. Alles. Wollen wir da mal kurz reingucken in das Gedicht? Moment, ich muss das mal gerade suchen. Waffen, Kleidung, Hilfe, Munition, sonstiges. Notizen. Bei Daten.
Ein Geburtstagsgedicht. Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl, Erstickung, Verdammung, kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama, Papa, bin ich tot? Nein, nein, wiedergeboren in reinigender Fluoreszenz. Ein Gesicht erscheint, stark und männlich. Ein Vater für mich? Ein Vater für alle, der über unser Leben und unsere Ewigkeit wacht. Die Härte der Disziplin, die Härte der Liebe. Gehorsam, mein Erlöser. Von der Larve zur Puppe, von der Puppe zum Arbeiter. Summ, summ, einer mit der Stahlwabe. 10 Lügen in den 101, endlich von Bedeutung. Bis das Grau von den Wänden in die Haare und in die Seele tropft. Und dann ewiger Schlaf, der süße Schlaf der Verbrennung. Was ist das denn für ein Gedicht? Ich meine, es ist ein sehr interessantes Gedicht, aber ob das für eine 10-Jährige zum Geburtstag geeignet ist, weiß ich ja nicht. Nun gut, nun gut. Von mir aus. Alles klar. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasenbluten. Nasenbluten? Ihr seid doch alle blöd. Warum sind die alle so gemein zu uns? Sind wir so ein Mobbing-Opfer, oder? Goldkönige? Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Ach so, naja, nö. Herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Was? Sie ist jetzt ich gehe dann mal, bleib sitzen. Hey, gut, okay. Ich glaube, Paul hat sich verliebt. Ich hoffe, sie amüsieren sich gut. Ja, Paul. Meine Güte, ich hätte noch ein bisschen fragen, was ist denn noch was für uns? Okay, als ich das erste Mal durchgespielt hatte, waren hier noch, also den Walt durchgespielt hatte, waren hier noch was passiert, aber ich weiß nicht, wie man das auslöst. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Okay, ich dachte hier, die zeig uns, was du drauf hast, das Papier, was man hier, Alter, ihr labert mich alle voll. Schlag du doch mal was vor, wenn du so schlau bist. Ist ja fast so schlimm wie in Skyrim. Ja, scheint nichts zu passieren, dann gehen wir einfach mal unserem Papa hinterher, denn der wartet ja schon die ganze Zeit geduldig. Euch gefallen meine Ideen doch sowieso nicht. Halt's Maul und lass mich einen Moment nachdenken. Ihr mich anguckt. Hallöchen, 10 Jahre alt heute, stimmt's? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ach ja, ich erinnere mich noch, wie das war, als ich 10 geworden bin. Also so genau erinnere ich mich nicht mehr, aber so teilweise kriege ich das schon noch zusammen. Hier tönt 50er-Jahre-Mucke aus dem Lautsprecher. Können wir auch ausschalten, wenn es uns nervt, aber auch nö, warum nicht? Ein bisschen Atmo ist doch nicht schlecht. Ja, erinnert übrigens auch ein bisschen an Bioshock irgendwie alles, weil das natürlich die gleiche Zeit war. Nur was ich noch nicht so ganz verstehe, bevor ich jetzt weitergehe, im Intro wurde ja gesagt, 2077 kam der Atom, die nukleare Katastrophe. Warum ist dann hier alles in den 50er Jahren stehen geblieben? Weil die Bunker in den 50ern gebaut wurden vielleicht? Ich weiß es nicht. Andererseits passt das ja auch nicht, weil draußen die ganzen Plakate ja auch aus den 50ern sind. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Ich möchte auf jeden Fall tief in die Story einsteigen, denn die soll es wirklich in sich haben in Fallout 3. Hey, was machst du hier unten, Mädel? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Ich bin kein Kind, ich bin 10 Jahre alt. Das bist du mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Uiuiuiui. Dicke Tür. Bereit für eine Überraschung? Oh ja, was denn für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden?
Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Ein Luftgewehr haben wir bekommen. Und 50 Luftgewehrmunition. Na, wunderbar. Was darf ich denn so umlegen? Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Cool jetzt. Ja, ich versuche übrigens so ein bisschen so eine Mischung aus freundlichen und nicht ganz so langweiligen Antworten zu geben. Dass man halt auch ein bisschen frech ist, aber eben nicht bösartig oder so. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Danke, Papa. Bitte sehr, Liebling. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Yay. Das klang irgendwie ein bisschen traurig. So. Zum Abfeuern ihrer Waffe Maus 1. Wir haben die Waffe übrigens schon ausgerüstet. Mit R ziehen wir sie und mit länger R drücken stecken wir sie wieder weg. Das ist unser Luftgewehr. Und wir können jetzt zum Zielen R2 drücken. Und werden mal hier alle drei Ziele treffen. Eine Red-Kakerlake. Ui. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Können wir jetzt eigentlich schon V drücken? Ja. Das Watz oder Watz, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Willkommen zum Vault-Tec Assisted Targeting System oder System, dem Vault-Tec unterstützten Zielsystem oder VATS. Watz. Watz zeigt die Trefferwahrscheinlichkeit ebenso wie den Zustand jedes Körperteils an. Maus 1, ihr Ziel angreifen, Maus 2, Angriff abbrechen, E, ihre Aktion akzeptieren. Links klicken Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um auf ein anderes Ziel umzuschalten. Die Anzahl der Angriffe, die Sie starten können, ist von Ihren Aktionspunkten abhängig. Alles klar. Dann wollen wir das doch mal ausprobieren. So, hier haben wir die Ratte, sage ich schon, die Kakerlake. Und können jetzt die einzelnen Teile begutachten und können da jetzt entscheiden, wo wir hinschießen. Die 95%, ich weiß gar nicht, ob die jetzt aussagen, wie viel Schaden man da jetzt dran macht. Und wir sehen hier unten auch an der Lebensanzeige, ja, wie viel Schaden wir dann letzten Endes wirklich verursachen. Ist ein sehr, sehr interessantes Kampfsystem, was auch viel gelobt wird oder wurde. Und ja, wir probieren das einfach mal aus. So, jetzt haben wir einen Angriff hinzugefügt. Wir können jetzt aber auch noch ein weiteres Mal angreifen. Schießen wir beim zweiten Mal doch auf die Beine. So, das müsste die Kakerlake eigentlich töten. Machen wir mal akzeptieren mit E. Scheint beim zweiten Mal nicht getroffen zu haben. Vielleicht können wir sie jetzt mal in den Kopf schießen. Wenn sie jetzt schon stirbt, schießen wir dann auch noch ein zweites Mal, wenn wir das jetzt noch angeben. Na, mal gucken. Wir versuchen mal in den Kopf zu schießen. Oh, das hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie treffe ich nicht. Was ein bisschen blöd ist, weil wir keine Punkte mehr haben. Jetzt. Also wir haben jetzt keine AP mehr. Ich muss das selbst halt erst alles noch rausbekommen. Wir können übrigens auch manuell draufschießen. Das ist kein Muss mit dem Gute Arbeit. Gerät. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Diesen Modus, meine ich. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Nee. Lächeln.